Hallo Community, hier ist wieder Selectcast mit ein paar Neuheiten. Also Neuheiten nicht wirklich, aber ein interessantes Fahrzeug, was ein bisschen neu überarbeitet wurde. Hier reden wir vom Polaris General 1000 Deluxe. Gibt es in der Deluxe-Variante und in der Standard-Variante. Hier ist der Deluxe. Deluxe bei diesem Fahrzeug heißt ein Extras, die der andere nicht hat. Podiumfahrwerk 2.0, das heißt Fahrwerk mit Ausgleichsbehältern. Der hat serienmäßig ein Kunststoffdach und der hat serienmäßig eine Radioanlage verbaut. So, das sind die größten Extras, die der Deluxe hat. Prinzipiell kann man hier gar nicht entscheiden, ist das ein Sportgerät oder ist das ein Arbeitsgerät, weil das ist eigentlich die Mischung aus beiden. Das heißt, wir haben hier ein relativ sportliches Arbeitsgerät. Also quasi für den, der der Frau erzählen muss, ich brauche das Fahrzeug zum Garten, zur Gartenarbeit, will aber in Wirklichkeit ein bisschen Spaß damit haben. Für den ist das das richtige Fahrzeug. Fahrzeugdaten, Abmaße, Länge 3,82 Meter, Breite 1,59 Meter, ist also das identische Maß eigentlich zum normalen RZR 1000S oder zum damaligen 900S, also hat im Prinzip dasselbe Fahrgestell. So, und die Höhe 1,90 Meter, das ist in der Regel, also auch Standard 1,90 Meter, in der Regel sind die alle in der Höhe. Das heißt, man kommt in eine 2 Meter Garage ohne Probleme rein. Ja. Fahrzeug ist ausgestattet mit 14 Zoll Alufelgen, Reifendimensionen kann man ändern. Reifenprofil kann man ändern, ist aber meiner Meinung nach schöner Reifen, weil das Fahrzeug ja wahrscheinlich die meiste Zeit sowieso auf Straße oder mal Feldweg fährt. Versehen hier in diesem Modell, also Deluxe-Modell, mit einem Fox Podium Fahrwerk 2.0, heißt also mit Ausgleichsbehältern, ist also wirklich auch schon mal so ausgelegt, dass man mal schnelleren Ritt auf dem Feldweg machen kann, ohne dass man gleich wegfliegt. Fahrzeug ist ausgestattet mit einer kippbaren Ladefläche. Ja. Wie man sehen kann, ist hier ein ProStar-Motor verbaut, Saugmotor, 101 PS, derselbe oder der gleiche Motor, wie er im Polaris RZR 1000 verbaut ist. Hier ein bisschen andere Drosselklappe, ein bisschen anderes Drehmoment, deshalb ein bisschen weniger Leistung, damit das Drehmoment ein bisschen erhöht ist. Funktioniert aber trotzdem sehr, sehr gut. So. Fahrzeug von vorn, wie wir sehen, sehr sportliches Erscheinungsbild. LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht. Mach mal kurz an, dass man das auch mal sieht. Ja, Tagfahrlicht. Original verbaut Winde. Polaris-Winde original. Und original verbaut Frontbumper. Kann man noch erweitern, gibt es im Zubehör quasi eine Erweiterung um die Scheinwerfer rum. Ist aber so schon recht schön gemacht. Fahrzeug ist Deluxe-Variante, hat also automatisch Radio verbaut, Musikanlage, Soundsystem, Antenne, Radio, Dach original schon verbaut, Scheibe ist Zubehör, die Rockslader sind auch Zubehör. Wir reden bei dem Fahrzeug von einem Federweg von vorn 31,1 cm und hinten 33,5 cm und einer Bodenfreiheit von 30,5 über das gesamte Fahrzeug. Das heißt, das Fahrzeug ist tatsächlich geländegängig, wir können also wirklich auch mal den Geländeeinsatz wagen. Wir haben einen Tankinhalt bei dem Fahrzeug von 35,9 Liter, also ist ein recht großer Tank, von daher ist auch für große Touren geeignet. Ja. Wir haben einen Radstand von 2,87 Meter und wir haben ein Gesamtgewicht von dem Fahrzeug von 842 Kilogramm. Auf der Ladefläche haben wir eine Zuladung von 272 Kilogramm. Man kann also wirklich damit auch was anfangen. Verarbeitungstechnisch ist das Fahrzeug wirklich auf hohem Niveau, ist man vom Polaris ja gewöhnt. Also selbst wenn man sich diese ganze Verarbeitung vom Innenrahmen, von den Türen mal anguckt, wirklich auf sehr hohem Niveau. Kommen wir mal zum Innenrahmen. Also Innenrahmen hat er typische Sportsitze vom Polaris. Das sind also die gleichen Sitze, wie der RZR auch hat. Also wirklich Einzelsitze, nicht wie bei den anderen mit Sitzbank. Also schön gemacht. Hat wirklich auch Handschuhfach mit der Armlehne. Mit Box drunter, hat eine separate Handbremse auf die Hinterachse, sehr schön gemacht. Wie gesagt, Radio, sieht man ja, funktioniert auch gut. Original Spiegel verbaut, Lenkrad ist in der Höhe verstellbar. Ansonsten kommt das Fahrzeug mit einer Straßenzulassung, gibt es mehrere Varianten. Gibt es als LOF-Zulassung, das heißt offene Leistung, offene Geschwindigkeit
Oder wie in diesem Falle, das ist jetzt T1B-Variante mit ABS auf 80 km/h gedrosselt, aber das wäre kein Problem, die Variante, Zulassungsvariante zu ändern auf LOF und die Geschwindigkeiten und die Leistung aufzumachen. Na, wir haben an dem Fahrzeug das bekannte Demand-Drive-System, also Allradsystem von Polaris. Wir haben hier noch den Vorteil, dass wir die Hinterachse entsperren können, also den sogenannten Turf-Mode. Das heißt, wir können, wenn wir rangieren oder auf Straße fahren, können wir die Hinterachse aufschalten, somit radiert hinten kein Rad, die Reifen halten länger und es ist einfach ein schöneres Fahren. Wenn ihr mit dem Fahrzeug mal größere Offroad-Touren machen wollt und durchs Wasser fahrt, das hier wäre die Ansaugung für Luft, auf der anderen Seite Variomatik. Das heißt, ihr könnt also bisher durchs Wasser fahren, das ist also gar kein Problem. Wenn euch unser Video gefallen hat, wie immer, bitte liken, Glocke aktivieren und wenn es irgendwas gibt, was ihr wissen wollt, was wir vorstellen sollen, einfach unten in die Kommentare schreiben und wir versuchen, eure Wünsche zu erfüllen. Hier wird es demnächst auch ein Video dazu geben. Das ist Kundenauftrag. Hier wurde also ein Turbo S Zweisitzer umgebaut in einen Turbo S Viersitzer, da es den in Europa oder in Deutschland nicht gibt. Der Kunde aber unbedingt mit seinen Kindern unterwegs sein wollte, haben wir hier aufwendigen Umbau. Also das heißt durchgeschnitten, verlängert. Also genaue Beschreibung folgt.